Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Witcher 3. Wir sind immer noch auf den Spuren des Diebes, des Schatzes von Reuven. Ah! Obacht! So, Graf Reuven. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Ja, alles gut. Meinesgleichen hat hier, ehrlich gesagt, glaube ich, auch gar nichts zu melden. Ich bin einfach nur da. Danke, danke. So, dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Willst du Gerechtigkeit? Dann heuer einen Hexer an. Was für eine Bruchbude. Erinnert eher an einen Bettlerschuppen als an das Stadthaus eines Markgrafen. Rittersporn hat wirklich interessante Freunde. Aha. Fußspuren. Schon ein bisschen ungewöhnlich für jemanden, der tot ist. Aber hier ist auch Loot. Das mag ich. Oh, da ist was, da ist was. Sieht aus wie so eine Bombe. Silberzylinder. Der Boden sieht aus wie der aus der Kanalisation. Wäre ja witzig, wenn es doch Markgraf Henkel ist, der einfach nur seinen Tod vorgetäuscht hat, um mit dem Schatz abzuhauen. Dürfte gut funktionieren. Ist eigentlich eine gute Taktik, das muss man sagen. Ein Brief und eine Flasche. Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. In Liebe R. Rittersporn oder was? Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri? Da ist noch was. 1245 bis 1254. Befriedigendes Klicken im nächsten Raum, glaube ich. Na, haben wir da gerade einen Geheimgang gefunden? Ach, die Tür war aber ihm zu. Ach. Na gut. Was hier noch? Ein Geheimzimmer. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Ciri, wenn du diese Worte liest, hast du mein Rätsel gelöst, wozu ich dir vom Herzen gratuliere. Und es bedeutet auch, dass du noch auf freiem Fuß und noch immer in Novigrad bist. Was mir große Sorgen bereitet. Ich weiß nicht, was du auf der Tempelinsel getan hast, aber Menge ist außer sich vor Zorn und wird erst wieder Ruhe geben, wenn er dich geschnappt, bei lebendigem Leib gehäutet und auf dem Scheiterhaufen verbrannt hat. Und da er nun seine scheinheiligen Hände an Tiktras Schatz hat, kann er genügend Männer anheuern, um jedes Haus der Stadt dreimal auf links zu drehen. Ich bin ein Doppler und kann mich daher verstecken, aber du musst fliehen, solange du noch kannst. Dein Dodu. PS. Denk nicht mal dran, Rittersporn aus Menges Fängen zu befreien. Es ist unmöglich, aber so wie ich deinen Freund kenne, wird er sich schon irgendwie da rauswinden. Zumindest hoffe ich das. Ja, das mache ich wahrscheinlich. PPS, vergib mir, dass ich nicht schreibe, wo du mich finden kannst. Aber du musst fliehen. Schon vergessen. Melitele schützt diejenigen, die sich selbst schützen. Ciri, Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Rittersporn. Du musst fliehen. Das ist die Zusammenfassung, würde ich sagen. Nicht gut. Ich habe hier nichts Ein zu verlieren. Würwernöl. Loot! Ich habe wieder ein paar Bücher verkauft, glaube ich. Da liegt noch was. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Kalkstein, sag mir was. Und hat wirklich mit Triss was zu tun, Kalkstein? Wüvernöl getränkt ist.
Alchemiezutaten holen oder so? Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. Cool. Mal gucken, gibt's Besuch? Dijkstra. Und Triss? Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Stirbst du auch vor Neugier, Triss? Nein, ich bin wegen des Geldes hier. Ah, Marigold gibt die zynische Materialistin. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise, aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Mengele. Gold hat? Mengele, nicht Mengele. Mengele war anders. Moment. Sag mir zuerst, was du hier machst. Wir hatten vereinbart, dass ich zu dir komme, wenn ich was finde. In der Tat. Aber ich war besorgt und dachte, ich sehe bei dir mal nach dem Rechten. Schwachsinn. Du traust mir nicht. Ich traue dir so sehr wie du mir. Also gar nicht. Eine gesunde Beziehung, glaub mir. Meine Herren, es ist eine Ehre, Zeugin eures intellektuellen Gefechts zu sein. Doch bedenkt, dass ich im Gegensatz zu euch mein Leben riskiere, wenn ich nur auf die Straße gehe. Sei es nur, um herzukommen. Könnten wir also bitte zur Sache kommen? Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Caleb Menge. Tja, Marigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache Freihaus. Geralt, wärst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Was ich erfahren habe, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle? Du hast eingewilligt, mir zu helfen? Ja. Deswegen muss ich dir aber nicht alles sagen. Diesmal lasse ich dir deine Dreistigkeit durchgehen. Aber nur, weil seine Hoheit, der Markgraf, wirklich was mit dem Diebstahl zu tun haben könnte. Menge hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge nachts bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Wir machen also deine Drecksarbeit und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Schätzchen, wenn ich jemanden benutzen kann, dann tue ich es auch. Es ist bequem. Ja, und gut. Sicher. Gib zu, dass du Angst vor Menge hast. Natürlich habe ich Angst. Er ist ein gefährliches Arschloch. Triss würde mir wohl zustimmen. Nicht mit diesen Worten, aber grundsätzlich schon. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbaracken lebend rauszukommen. Mit meinem Schatz. Mit anderen Worten, du benutzt uns. Benutzen? Nicht doch. Ich mache nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Tja, Turteltäubchen, ich muss jetzt los. Viel Glück. Ich dachte, du stellst es richtig und sagst, du weißt schon. Du hättest es auch richtig stellen können. Stimmt. Aber es ist nicht einfach, das zu sagen, oder? Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut, bis dann. Und danke. Hey.
Was sagt eigentlich unser Inventar? Oh. Auf jeden Fall sagt unser Inventar, wir sollten uns mal bei einem Schmied ein bisschen erleichtern. Das ist der Zwergenbankier hier unten, ne? Jo. Ich hätte gern einen Schmied. Hier war aber auch irgendwo einer. Bin ich mir relativ sicher. Ja, ja, hier ist er. Womit habe ich nur so eine Schwiegertochter verdient? Hallöchen. Willkommen, willkommen. Ich hab da so ein paar Sachen für dich. Zeig mal, was du anzubieten hast. Auf jeden Fall hat er ein bisschen Geld, das finde ich gut. Oh. Unser Gewicht ist trotzdem echt kritisch zu betrachten aktuell. Aber wir könnten natürlich ein paar von den Steinchen hier, aber irgendwas habe ich, was richtig viel wiegt. Das ist ein bisschen doof. Unser Essen wiegt auch nichts. Entschuldigung. Ach, wir haben hier diverse Zutaten, die einen Arsch voll wiegen. Ist okay. Kannst du es nicht zufällig schon die nächsten Greifenhandschuhe machen, ne? Greifen? Verbesserte? Ne, ich brauche noch drüber. Nee, wir haben noch keine bessere Greifenausstattung. Ist okay. Bis dann. So, jetzt haben wir ja ein bisschen Platz wieder, aber auch nur ein bisschen. Wow. Also insgesamt muss ich schon mal sagen, ist das ein bisschen schwierig aktuell gerade mit dem Inventar. Ich müsste da wirklich mal einiges loswerden. Vor allem da jetzt, dass ich jetzt gerade gesehen habe, dass einige der Zutaten noch wirklich Gewicht haben. Ist das natürlich ein bisschen unschön. Scheiß Penner. Tja. Hab das Seil genommen. Bin ich kaputt. Götter, verdammtes Wetter. Guten Tag. Triss gegen Mitternacht. Das heißt, wir werden gleich nochmal eine Runde meditieren. Ach, Hattori. Ach, wie praktisch. Aber ich kann ja auch nichts mehr Sinnvolles verkaufen. Warte mal. Meditation. Null. Wahrscheinlich gibt es eine Cutscene. Ich nehme schon mal aus dem Bild. Überraschung. Cutscene. Du bist hier. Gut. Hör zu. Schau dir das Gebäude an. Das sieht nicht gut aus. Du meinst, es müsste mal frisch gestrichen werden? Ich meine, dass es die reinste Festung ist. Hohe Mauern, Wachen am Tor, überall Bewaffnete. Wir können da nicht reinschleichen. Uns reinkämpfen erst recht nicht. Menge hätte genug Zeit, um zu verschwinden. Was schlägst du vor? Explosion? Nimm dies. Fessle mich damit. Haha, ich weiß, was ich fordere. Willst du das wirklich? Hier draußen, vor allen Leuten? Es mag dich überraschen, aber Fesseln sind auch außerhalb von Schlafzimmern nützlich. Überleg doch, wenn du den Jägern die böse Triss Merigold bringst, machen sie nicht nur das Tor auf, sondern lassen dich vermutlich persönlich zur Menge. Niemals. Zu riskant. Ich finde den Plan gut. Rittersporns Leben steht auf dem Spiel. Und Ciris. Zu riskant gibt es nicht. Stimmt. Mach, was die Lady sagt. Triss, überleg's dir. Willst du wirklich gefesselt die Höhle des Löwen betreten? Ja. Okay. Nein, das kann ich nicht zulassen. Nett, dass du so besorgt bist. Aber ich habe mich entschieden und dabei bleibt's. Schön. Sagen wir, sie schlucken den Köder. Wir gehen rein, ich halte Menge das Schwert an den Hals und frage ihn nach Rittersporn? Das klappt vielleicht nicht. Menge ist Abschaum, aber Angst vor dem Tod hat er nicht. So sind sie, diese Fanatiker. Dann müssen wir ihn wohl reinlegen. Hast du eine Idee? Sag ihm, dass du Informationen über die Loge hast. Oder über Philippa, noch besser. Die hasst er am meisten. Dir fällt schon was ein. Was ist mit dem Schatz? Wenn wir was rausfinden, prima. Wenn nicht,
Ich dachte, du brauchst Dijkstras Geld, um den anderen Magiern zu helfen. Das schon. Aber man kommt auf viele Arten an Gold. Das ist jetzt nicht das Wichtigste. Oh. Ich habe dennoch ein mieses Gefühl bei der Sache. Aber nun, gehen wir. Geralt, denk dran, ich kann selbst auf mich aufpassen. Wovon redest du? Die Jäger werden mich nicht wie eine Dame behandeln. Aber ich werde es aushalten, auch wenn es etwas wehtun kann. Ciri, sie ist, was zählt. Tu, was du tun musst, egal was passiert. Diese Abschiedsrede. Das kann ich nicht versprechen. Ich bitte dich trotzdem darum. In Ordnung? Ich will keine Abschiedsrede. Ich habe noch eine Quest mit dir offen. In Ordnung. Sie darf nicht sterben. Was willst du? Meine Belohnung. Wofür? Für eine Hexe. Siehst du nicht, wen ich habe? Triss Merigold. Merigold? Dann komm rein. Sieh an, Triss Merigold. Du machst jetzt den Zauberinnen statt Ertrunkenen. Die bringen mehr ein. Weil sie mehr anrichten. Was tun Ertrunkene schon? Ziehen mal einen Fischer vom Boot. Aber Hexen ermorden Könige, schmieden Ränke, fangen Krieger an. Nicht vergessen, dass sie die Milch auch schon beim Melken sauer werden lassen. Ah! Du machst keine Scherze mehr, Merigold. Nie mehr. In die Zelle mit dir. Nicht so schnell. Entweder übergebe ich sie Menge persönlich oder keiner tut es. Du meinst wohl, wir kennen uns mit Hexen nicht aus? Lass mich los, du Schwein! In so einem hübschen Mund hat eine vulgäre Zunge nichts verloren. Wir müssen sie wohl rausreißen. Ihr reißt ihr nicht die Zunge raus. Was hindert uns dran? Dies. Oh, wow. Ich hab's verkackt. Hab's verkackt. Oh, bin fast tot. Guck mal. Ja, gut, das ist jetzt. Ja, es ist jetzt dumm gelaufen. Ich hab die Lampe ausgerüstet. Ja gut. Kann man mal machen. Na, wie lange soll ich das machen? Das ist alles Sprengstoff hier. Ja gut. Vielleicht führe ich das Gespräch doch anders jetzt. Jetzt habe ich ja vom Spiel aufgezwungenerweise, weil ich mich gerade die Luft gesprengt habe, noch eine weitere Chance, schätze ich mal. Oh, hab ich nicht. Hab ich nicht? Schluss jetzt. Los, hierher! Das hab ich jetzt tatsächlich verkackt. Aber wirklich, ich hab jetzt nicht gemacht, was Triss wollte. Ich hab mich eingemischt. Sie hätten mir ruhig die Zunge rausreißen können, so gefühlt. So war es ja abgesprochen, also nicht, dass sie die Zunge aushalten, sondern dass sie nicht eingreifen soll. Das Gespräch habe ich professionell verkackt. Egal. Wird sich schon richten lassen. Ah!
Hey, Sprengstoff gefällt mir. Darf ich looten, bitte? Ich verschone dich nicht. Tanzt der da oben? Ja, wir machen bestimmt auch gleich weiter. Aber da kann ich auch nicht Nein zu sagen. Ja, wahrscheinlich ist aber auch genau das Problem, warum ich mal hinter so viel zu sagen habe. Nun? Ja, ich hab's verkackt, ich weiß. So, ich könnte mal meine Schwalbe wieder ausrüsten. Ja. Oh! Du lebst ja noch. Tut mir leid, dass ich dich ignoriert habe. Jetzt habe ich da noch einen Hexenjäger-Folterer. Ich habe gerade was anderes zu tun. Hexer gekämpft. Also hier in Novigrad mache ich mich echt nicht beliebt mit solchen Aktionen, glaube ich. Novigrad. Mit ihm hatten wir das Vergnügen. Er hat uns ja auch schon mal gedroht, ne? Ärgerlich. Ach, das ist jetzt echt dumm gelaufen. Es müssen alle gewesen sein. Es war knapp. Ich muss sagen, Lug und Trug gehören nicht gerade zu deinen Stärken. Nun, ich bevorzuge unkomplizierte Lösungen. Erst kämpfen, dann fragen. Wir sollten das Büro durchsuchen. Vielleicht finden wir Dokumente, die etwas mit Rittersporn zu tun haben. Ich durchsuche die Leiche, du das Zimmer. Ich würde mit dem Tisch anfangen. Ah, Lug und Trug, ich weiß nicht. Muss ja nicht sein. Ich mag den direkten Weg. Lies den Brief. Klar. Ich habe neue Anweisungen zur nächsten Exekution. Wenn du bereit für ein Treffen bist, lege den heiligen Folianten in den Kasten in der Säule des Altars des ewigen Feuers im Südwesten der Scherben. Wir treffen uns am gewohnten Ort. Sag niemandem, wohin du gehst und komm alleine. Verbrenne diesen Brief, wenn du ihn gelesen hast. Ja, Murlak. Heiliger Foliant, Eigentum von Caleb Menge. Möge das Feuer meine Gedanken reinigen. Möge es mein Herz abhärten. Möge alles Böse in Rauch vergehen. Möge sich alles Gute erheben und beim Feuer Wärme finden. Mögen die Guten wie Motten zum Feuer fliegen. Mögen die Bösen wie Tiere aus dem brennenden Wald fliegen. Okay. Was gefunden? Nur sein Büroschlüssel in seinen Taschen. Nichts unter seinem Gürtel. Warte, da ist etwas im Futter eingenäht. Was ist es? Der Schlüssel zu einem Tresor. Hier, gib ihn Dijkstra mit besten Grüßen. Ich habe einen Brief gefunden, an Menge adressiert. Von jemand Wichtigem. Einem Spion, denke ich. Einem Spion? Sieh's dir an. Tote Briefkästen, Geheimsignale. Er riecht stark nach Spionage. Dieser Agent könnte mehr über Rittersporn wissen. Bestimmt. Im Brief stehen die Signale für ein Treffen, aber es wird kein Treffpunkt erwähnt.
Vielleicht kann Dijkstra da helfen. Der weiß alles. Alles? Das ist wohl leicht übertrieben. Da bin ich nicht sicher. Schlüssel zu einem Gewölbe? Ohne Adresse? Warum bezweifle ich, dass Dijkstra sich darüber freuen wird? Nun, vielleicht brechen seine Schergen uns da nicht die Beine, weil wir unseren Teil der Abmachung nicht gehalten haben. Das Glas ist also halb voll? Mit etwas Starkem, hoffe ich. Alles klar. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Lass uns gehen. Sehr gerne. Aber nicht durch den Haupteingang. Nicht hier noch mehr Loot? Zufällig? Aha. Ich hab doch Schlüssel jetzt. Gucken, ob es noch mehr gibt zum Looten. Looten, looten, looten. Doch, da komm. Ah, wir gehen dann mal. Oh, Katzin. Hier trennen wir uns. Aber zuerst fackeln wir die Bude ab. Alles klar. Wir haben zu viele Spuren hinterlassen. Ja, und ich muss auch etwas Dampf ablassen. Nee. Hör mal, da ist noch was, worüber ich reden will. Aber nicht hier und bestimmt nicht jetzt. Kommst du vorbei, wenn du kurz Zeit hast? Ich wäre dir dankbar. Na schön. Wir müssen hier raus. Okay. Ich fackel die Lootbehälter ab. Das geht ja mal gar nicht. Finde einen Weg heraus. Ich kann doch einfach raushüpfen, oder? Ist doch nicht so schwer. Zack. No Loot. Vor allem, wir haben jetzt einfach den Chef der Tempelwache erledigt, ne? Das ist so... Profi, würde ich sagen. Statt so ein kleines Täuschungsmanöver haben wir sie einfach direkt alle umgebracht. Das ist natürlich auch mal wieder... Das musste ja so laufen. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Bin ich hier überhaupt? Du da! Herr Reuven will dich sprechen! Okay. Ungeduldiger alter Bastard. Hm? Nichts. Gehen wir. Okay. Wen sehe ich da? Den Geralt von Riva. Würdest du bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das werde ich, sobald du mir erzählst, wo mein Schatz ist. Menge und ich... waren nicht einer Meinung. Wie schlimm war es? Er ist tot. Schlimm. Ich denke, das erklärt den Rauch. Mein Schatz ist nicht dort, oder? Brennt er zusammen mit den Hexenjägern? Hab ihn nirgends gesehen. Und 20 Tonnen Gold sind schwer zu übersehen. Das bedeutet, dass du mit leeren Händen zu mir gekommen bist. Nein. Erstens bist du zu mir gekommen. Zweitens habe ich etwas mitgebracht. Der Schlüssel zu einem Tresor. Hab ihn bei Menge gefunden. Ein Tresor. Ich muss ihn also selber finden. Du hast mir die Dinge nicht gerade leichter gemacht. Gib her. Das war alles? Keine ironischen Bemerkungen? Keine fulminanten Witze? Du willst einen Schenkelklopfer? Gut, ich erzähl dir einen. Bereit? Oh, der wird schlecht, wetten. Du hast mich belogen. Was? Wusstest von Anfang an, wer mich beraubt hat. Du hast mir diese Information aber vorenthalten. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir aber dabei geholfen, deinen Schatz zu finden. Hör also auf zu jammern. Ich scherze nicht, Geralt. Du hast mein Vertrauen missbraucht. Damit kann ich leben. Ja, dieses Mal wirst du leben. Und nun müssen wir ein paar Dinge klären. Drohst du mir?
Ganz im Gegenteil. Du hast mir geholfen, Hexer. Also hast du dir trotz allem deine Belohnung verdient. Oh, nett. Du hast wohl noch immer nicht erfahren, was mit Rittersporn passiert ist? Nein, aber ich habe jemanden gefunden, der es wissen könnte. Ein Spion, schätze ich. Unterschreibt mit Yamulak. Ich habe einen Brief von ihm gefunden. Leider steht da nur drin, wie man ein Treffen mit ihm arrangiert, aber nicht wo. In einer Ruine in Fernig. Wenn man das Signal gibt, taucht er am gleichen Tag kurz vor Mitternacht dort auf. Oh! Ich sollte wohl nicht fragen, aber Dijkstra, wieso zur Hölle weißt du das alles? Ich lese alles aus dem Flug der Vögel. Dein Sarkasmus kann ermüdend sein, weißt du? Ich habe noch viel schlimmere Eigenschaften. Glaub mir. Und eine letzte bescheidene Bitte. Versuch nicht nochmal mich reinzulegen. Nie mehr. Okay. Ich hab sie gewaschen. Ob sie... Okay. 90 Kronen? Ja, war es okay. Also irgendwie, die Quest nimmt kein Ende. Wir können noch mal ein bisschen Gewinn spielen. Das wäre aber auch irgendwie was, was ich dann vielleicht für die nächste Folge noch mal nehmen würde. Und Triss noch mal besuchen. Ja, ja. Also ich glaube, wir werden dann das nächste Mal noch mal kurz ein paar Nebenquests machen. Aktuell fühlt sich das Spiel irgendwie an wie ein Film, den ich hier spiele. Ich hoffe mal, das ist für euch soweit in Ordnung, weil wir haben wirklich eine Menge Cutscenes. Aber es ist einfach so schön erzählt, an drum und dran. Und mein Inventar ist so nicht schön voll. Da muss ich mich auch mal drum kümmern. Also eigentlich brauche ich nur irgendeinen stumpfen Händler, ne? Hier ist ein Marktplatz. Gib mir einen Händler. Der Laden des verrückten Bart. Händler. Ist doch ein Marktplatz. Hey du. Hast du Stufen? Reißt euch zusammen, Jungs. Wow. Erstmal direkt von so ein paar Banditen genervt. Ist okay. Die machen wir eben gleich nur noch voller. Ich hätte aber gern Händler. Da ist doch. Hier ist doch ein Händler drin. Da dran. Ja. Ich hoffe, du handelst auch ohne. Achso. Na, regt sich etwas Lust in deinem Mutantenherzen? Nicht direkt, ich würde gern Sachen verkaufen. Hast du was zu verkaufen? Wenn nicht, muss ich einen normalen Händler finden. Ah, hier, nimmt sie, das ist gut. Die Metrium-Fesseln. Oh. Oh, jetzt hat sie null Geld mehr. Perfekt. Und unser Gewicht ist minimal besser geworden. Wir müssen uns nochmal einen Schmied suchen, damit wir nochmal ein paar Waffen loswerden können. Aber auch das sind so alles so Kleinigkeiten, um die ich mich dann mal kümmern könnte, auch zwischen den Folgen. Beziehungsweise eigentlich muss ich ja nur geradeaus und dann rechts abbiegen. Noch mehr Treibgut aus Temerien. Moment. Da müsste ich doch hier gleich geradeaus. Lust auf ein Schäferstündchen. Ist doch Hattori, ne? Deshalb frage ich, ob ich zum Fehlt nicht mehr viel, dann häng ich dir die Passiflora ist Novigrad. Du hast zumindest genug Geld. Boah, ich hab nicht genug Sachen für dich. Das Rosmarin. Reden. Danke. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? So spontan nix. Ich will eigentlich nur. Was Sachen hast loswerden. Du denn im Angebot? Oh, er ist fast pleite. Oh. Das ist ärgerlich. Ja, dumm gelaufen. Ganz einfach. Kiste.
Wir müssen dann mit dem Inventar noch mal ein bisschen leben. Beziehungsweise, ich schätze mal, wenn wir da so weit außerhalb sind, dass wir auch noch mal an einem Schnellreisepunkt vorbeikommen müssten. Also, das kriegen wir auch gut geregelt. Wo müssen wir denn hin? Da. Wir haben ja auch noch ein bisschen Platz im Inventar. Ja, gut, wir kriegen das schon geregelt. Ich sage auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann ein bisschen Sidequest-mäßiger. Eigentlich würde sich ja Gwind anbieten. Weil dann kann ich bestimmt nochmal einen Händler finden oder Schnellreisepunkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal auf dem Weg zu der Gwind-Partie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.